Guten Tag, Frau Smith. Guten Tag. Wie Sie gewünscht haben wir die gefährlichste Superschnucke der Welt gefunden. El Gliento ist der gefährlichste Superschnucke der Welt. Ein erstklassiger Attentäter mit einzigartigen Superkräften im Ruhestand. Ihr Burrito und Ihr Kaffee, Sir. Oh, endlich sind Sie hier. Das war lange. Der Kaffee ist kalt. Wie soll man ihn trinken? Ganz ruhig geblieben. Das kriegen wir hin. Fertig. Es ist erledigt. Oh, das ist was anderes. Dankeschön. Igitt, was ist denn das? Das kann man doch nicht essen. Was? Ist das auch kalt? Er ist so einfach nur schrecklich. Geben Sie mir mein Geld zurück. Leider kann ich dir dein Geld nicht zurückgeben. Was haben Sie gesagt? Weißt du, was ich mit dir gleich mache? Mama mia, so wollte ich das nicht. Was hast du denn gemacht? Das waren doch wichtige Dokumente. Entschuldigung. Der Burrito war sehr lecker. So hört sich das doch besser an. Großartig, er passt uns gut. Wir gehen weiter. Bube ist ein psychisch labiler Kriminell, der aus Swaziland. Ein echtes Schisszorn, ein Wilder, ein Psycho. Selbst die ruchlosesten Verbrecher der Welt haben Angst, mit ihm was anzulegen. La 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 la, ich liebe Spaziergänge. Setz dich, Gefangener. Und was werden wir jetzt machen? Werden wir Karten spielen? Jetzt werden wir deinen Geisteszustand überprüfen. Ich werde dir Bilder zeigen und du sagst mir, was du darauf siehst. Versuchen wir es mal. Was siehst du auf diesem Bild? Einen Raubüberfall. Meinen Lieblingsraubüberfall. Jemand hebt Geld aus der Bank ab. Dankeschön. Nächstes Bild. Ich sehe Gangs. Schießerei. Ich mag Schießereien. Viele Schießereien. Okay, noch ein Bild. Okay, und noch ein Bild. Eine Entführung. Jemand wird mit einem Sack über dem Kopf in ein Auto gezerrt. Oh Gott, das habe ich vermisst. Wunderbar. Test bestanden. Der Patient ist psychisch instabil. Sie können ihn wegschicken. Oh, wird der Bube irgendwo hingehen? Wirklich? Bube ist der, den wir brauchen. Wer ist der Dritte? Der Kleine. Echter Name ist Kibikov Vladislav Pavlovich, ursprünglich aus Russland. Berühmtester Soldat der Welt. Ein erstklassiger Räuber. Meist im Umgang mit Wurfwaffen. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Okay, wir sind fertig. Schauen wir mal um die Ecke. Okay, alles klar. Los geht's, komm. Bleibt nur noch das Geld zu finden. Wirklich? Wirklich? Habt ihr das Geld mit einem Schlüssel im Safe eingeschlossen oder was? Das ist der einfachste Raubüberfall, den ich je gesehen habe. Stehen geblieben. Endlich haben wir dich gefangen. Ich habe Angst. Ich habe solche Angst. Das war ein Scherz. Denk dran. Versuch niemals einen Ficker zu ficken, Alter. Klar soweit? Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Großartig. So eine Truppe sollte unseren Auftrag erfüllen. Frau Smith, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie sehr gefährlich und unkontrollierbar sind. Bringen Sie sie zu unserer geheimen Anlage und ich kümmere mich um den Rest. Wird gemacht. Moment mal, was ist das für eine Akte in der Hand? Sie haben mir nichts davon gesagt. Hier ist ein Superschnucken, den wir nicht ansprechen können. Zeigen Sie mir. Ja, ich hab's. Ich weiß, das bist du. Der letzte Zuschauer, der den A4-Kanal nicht folgt. Der Joker wurde angemeldet, Darth Vader auch. Sogar Thanos hat sich gewehrt, aber jetzt folgt er uns. Wir brauchen dich heute als Beobachter und Mentor, um jeden Schritt zu beobachten und in den Kommentaren zurückzuschreiben. Aber dafür musst du den roten Knopf drücken. Ohne das können wir dich nicht mitnehmen und der Fall könnte wahrscheinlich scheitern. Der graue Knopf ist ein Passierschein, also melde dich an und möge die Macht mit uns sein. Mama mia, wo bin ich denn? Was ist passiert? Das kann mich nicht aufhalten. Oh, so ist besser. Oh, Speckbauch hier. Rasen. Und was ist das hier? Probieren wir es mal. Das geht nicht. Es ist zu eng. Ich frage mich, wer hat es gemacht? Das ist echt seltsam hier. Igitt, warum nichts nach Feuer? Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Warum bindest du mir nicht die Hände los? Ich hab dich noch nie gesehen, Mann. Na gut, das ist bequem so. Man kann sich sogar hinsetzen. Ich habe mir immer einen Stuhl dabei. Wer ist dieser Typ? Ich hab keine Ahnung, Mann. Nun, das werden wir gleich herausfinden. Aufstehen! Wer seid ihr? Warum bin ich gefesselt? Rück dich nicht zu sehr auf. Wir haben alle dieselben Fragen. So, na?
Komm schon, komm drücken, schon. Drücken, drücken, drücken. Es klebt sowieso sehr fest. Für Kit gibt es keine Grenzen. Wer seid ihr nochmal? Was wollt ihr von mir, ihr Idioten, Alter? Jede eurer Fragen kann ich beantworten. Gut, aber zuerst werde ich einen leckeren Burrito machen. Das denke ich nicht. Oh, was für ein Burrito. Habt keine Angst, Jungs. Ich werde uns jetzt alle retten. Was war denn jetzt unsere Schuld? Schlag doch nur den Verrückten da hinten. Wenn das nächste Mal einer von euch versucht, die Fernbedienung zu klauen oder mir nicht zu gehorchen, drehe ich auf Maximum und verwandle euer Gehirn in Kartoffelbrei. Geht, das klingt eklig. Wir haben's kapiert nicht mehr. Also kommen wir zur Sache. Vor 2 Tagen haben Kriminelle eine öffentliche Schule gestürmt und ein 11-jähriges Mädchen entführt. Und die hat uns wegen eines Schulmädchens hergebracht? Wir sind eigentlich ernstzunehmende Superschurken, Alter. Das ist nicht irgendein Mädchen. Es ist die Tochter des Präsidenten. Das ist ja lustig. Wir haben herausgefunden, wo sich die kriminelle Anlage befindet. Aber unser Sondereinsatzkommando ist nicht stark genug. Also haben wir beschlossen, euch zusammenzustellen. Eure Gruppe hat die Aufgabe, das Gelände zu betreten, herauszufinden, wo die Tochter des Präsidenten festgehalten wird und sie zu befreien. Und das Wichtigste, wenn dem Mädchen auch nur ein einziges Haar vom Kopf fällt, seid ihr alle tot. Ja, das ist alles klar. Aber warum sollten wir das tun? Erfüllt ihr den Fall, werden wir alle Anklagen gegen euch fallen lassen und ihr werdet nicht mehr gesucht. Also, ich bin dabei, oder? Ich auch. Warum seht ihr mich so an? Ich bin genau wie alle anderen. Der letzte Schliff und das Flugzeug ist fertig. Mama mia. So, Kämpfer, es ist an der Zeit, euch in den Plan einzuführen, wo die Geisel festgehalten wird. Was? Wo ist der Plan? Wir müssen natürlich noch an der Aerodynamik arbeiten. Kleiner, was machst du da? Das ist ein wichtiges Dokument. Bring es sofort wieder her. Okay. Gib mir keinen Stromschlag. Also, seht her. Unser Ziel ist diese Militärbasis. Eure Aufgabe ist es, die Basis unbemerkt zu betreten. Was geht hier vor? Nun, Sie haben es selbst gesagt, die Basis zu betreten. Das bin ich, das ist Kleine und das ist das Licht. Hörst du mich, du kleines Licht? Ich werde die Haare abbrennen. Genug Unsinn. Wir haben eine ernsthafte Mission. Oh, tut mir leid. Ich bringe das in Ordnung. Was treibst du denn da? Wir haben nur eine einzige Kopie. Keine Sorge, Signora, ich bring das in Ordnung. Oh, also hier, bitte die Fässer aus. Was ist so lustig? Okay, wir werden improvisieren. Kommt schon, ich verteile euch Waffen. Waffen. Kämpfer, ich werde euch jetzt eure Lieblingsspielzeuge verteilen und macht keine Witze, denn die Armbänder sind immer noch an euren Füßen. Wir fangen mit dem Kleinen an. Komm mal her, fangen wir mit deinem Favoriten an. Yo, meine Freunde sind wieder da. Komm her, meine Guten. Orange, ja? Das ist noch nicht alles. Hier sind ein paar Granaten, wenn du etwas Lärm machen willst. So, und damit können wir unsere Aufgaben sicher erfüllen, ne? Aha, da seid ihr! Hey, sei nicht dumm. Kleiner, mach keine Dummheiten. Ha, komm schon, ich mach nur Spaß. Glaubst du, ich bin Psycho oder was? Jemand hat mich gerufen. Dein Spielzeug, Bube. Der Mantel, mein Lieblingsstück. Komm zu Baba. Hoho. Will denn niemand Karten spielen? Mama mia. Das ist meins. Lass mich in Ruhe. Wer hat zu wenig Parfüm? Oh? Das ist deine Pfeife, mit der du jemanden erschrecken willst, oder was? Was hast du über meinen Freund gesagt? Willst du, dass ich dich mit Blei füttere? Spart euch eure Wut für die Sache. Habt ihr auch etwas für mich vielleicht? Du kommst schon zurecht. Du hältst die zwei unter Kontrolle. Also dann, ab an die Sache. Wie lange müssen wir noch fahren, ne? Hey, großer, kleiner, was los? Ja, mir ist noch ein bisschen mulmig zumute. Mir würde mal schlecht, wenn ich Auto fahre, weißt du? Hä? Was für ein super Schurke! Gib nicht so an, du Gefärbter. Ich kann in den Arsch treten, ne? Jetzt sofort. Wow, ich habe Angst. Hör mal, lass uns irgendwo in der Nähe mal anhalten und uns ein bisschen Wasser kaufen. Chef, halt mal an jetzt. Hör mal, ich will nicht, dass du auf mich draufkotzt oder so. Komm schon, beeil dich einfach. Warum hat er einen Stein aufgehoben? Hey, Verrückter, was soll das denn werden? Und jetzt lass uns ein bisschen Spaß haben hier. Scheiße, die Bullen sind hinter uns her, Mann. Nein. Juhu, langsam gefällt mir diese Fahrt. Chef, halt mal an. Mist, wir haben ein paar Probleme. Lass uns raus. Wisst ihr, wer wir sind? Wir haben Spezialauftrag vom FBI. Echt, Mann, wirklich, ohne Scheiß. Was siehst du denn dort? Das ist ja ein Spezialauftrag. Still zu sitzen, mich nicht zu nerven. Wir sind eine geheime Truppe. Wir müssen die Tochter vom Präsidenten retten. Ihr seid einfach nur Diebe. Ihr werdet hier sitzen bleiben, während ich euch in der Datenbank durchsuche. Ruft Agent Smith an. Die wird euch alles erklären. Lass mich hier raus. Ich habe jedes Recht, diesen Anruf zu haben. Hey! Ich habe genug von dir, du kleine Whisker. Ich lasse dir den Anruf sehen. Was ist los? Unter der Bedingung, dass du deinen Mund hältst. Okay.
Komm schon, Gerard Smithy. Ey, Frau Smith, wir wurden verhaftet. Erklären Sie denen, dass wir auf einer speziellen Mission sind. Die Drecksäcke wollen uns nicht rauslassen. Was soll das heißen, niemand darf von der Operation erfahren? Was? Wie, wir sollen alleine damit klarkommen? Ey, ey! Oh, verdammt doch mal. Okay. Also, Agent Smith hat sich geweigert, uns zu helfen. Wenn wir die Mission nicht beenden, wird sie uns zerstören. Also, wir müssen hier raus. Schnell, Leute. Gute Idee. Lasst uns Bohnen auf die Wächter werfen. Du bist dran. Du bist dran. Nimm das. Hey, nerv mich nicht. Wir müssen etwas tun jetzt hier. Die Einheimischen haben erzählt, dass das Gefängnis durch ein Tunnelsystem verbunden ist. Das Loch an der Wand ist unser Weg in die Freiheit. Und womit sollen wir es schaffen, hä? Mit einem Teller oder einem Löffel was graben oder was, Alter? Keine Sorge. Ich nehme das Werkzeug mit. Wächtern! Und warum seid ihr alle so traurig? Okay, du hast 3 Sekunden, um von dem Stuhl aufzustehen. Ich steige nicht ab. Und was werdet ihr mit mir machen? Du bekommst die erste Warnung. Oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Du hast eine Chance. Jetzt nehmen wir mit in den Feuerraum. Dort bringen wir ihn den ganzen Dreck aus. Der arme Kerl. Ja, yeah, wir sollten diese Platten mitnehmen. Sie können uns nützlich sein, um hier rauszukommen, Alter. Aufmachen, Chef. Wie schön! Was wollen wir denn jetzt tun? Ich schätze, wir werden Spaß haben? Keine Ahnung, wie es mit dir sein wird, aber ich werde meinen Spaß haben. Nun, wie sollen wir anfangen? Vielleicht warst du schon eine Weile nicht beim Zahnarzt. Schon lange nicht mehr. Oder sollten wir vielleicht deine Zunge kürzen? Gibt es vielleicht etwas Schlimmeres? Einen Hammer vielleicht zum Beispiel? Machst du jetzt Witze? Na gut, wir werden jetzt dich ein bisschen aufladen und sehen, was mit dir sein wird. Stell auf 150 Volt, ein paar Sekunden sollen reichen. Wie schön! Was für eine Technik ist das? 200 Volt! Das tut gut! So ein Spinner wie ich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schon gut, ich habe etwas für dich. Jetzt wirst du schön still sein. Bube will keine Ruhe, Bube will Lärm! 5 Sekunden, du wirst wieder ein Stück Gemüse sein. Die Zeit läuft ab. 1. Wie, ein Gemüse? 2. Auf dem Bild? 3. Ich will nicht 4, auf das Bild. 5. Ich hab's euch gesagt. Schau, er bewegt sich nicht mal. Er ist eingeschlafen. Bin noch wach. Ich hab die Chance voll von dir. Wo ist mein Werkzeug? Wo habe ich den Hammer hingelegt? Na gut, hier gibt es aber schon was Interessanteres. Na, damit hätten wir anfangen sollen. Wenn du dieses Zirkus nochmal anfängst, kriegst du Ärger. Die Hände. Bitteschön. Nun, langweilen Sie sich nicht, Genosse Polizist. Lassen Sie uns noch ein bisschen Spaß haben. Reingelegt, reingelegt. Zeit zur Sache zu kommen. Was machst du da, Psycho? Du hast mich schon seit einer halben Stunde nicht ausruhen lassen. Genosse Wache, ist schon gut, ich übe nur. Also da, links, rechts. Setze dich schnell auf die Bank und beruhige dich. Noch ein Tunnel, stecke ich in die Strafkammer. Okay, aber ich war noch nicht in der Strafkammer. Vielleicht sollte ich mich dort hinsetzen und ausruhen. So, er ist weg. Was für ein tolles Bundesdeckblatt. Tschüss zusammen. Wo führt dieser Tunnel hin? Oh, ich kann das nicht sehen. Hm? Aufzug? Toll. Ziemlich hoch. Mal sehen, was wir draußen haben. Ups, ich glaube, er hat mich gesehen. Das ist aber seltsam, dass sie sich mir eingebildet haben. Genosse Polizist, ich bin hier. Es scheint niemand hier zu sein. Zeit von dir abzuhauen. Na, ihr kleinen Teller, seid ihr bereit, mir als Bumerang zu dienen? Scheiße, es hat nicht geklappt. Okay, versuchen wir es nochmal jetzt. Was soll das mit dem Lärm? Alter, ich habe Hunger, Mann. Mach mal voll hier. Das ist kein Kurort für dich. Abendessen ist geplant. Hallo, Freund Wache. Ich habe ein halbes Buch gelesen, während ich auf Sie gewartet habe. Bleib auf dem Platz stehen. Wie aber bist du rausgekommen? Ich habe keine Zeit, mit dir zu plaudern. Schlaf, mein Süßer, schlaf ein. Hier ist der Schlüssel. Hast du mich vermisst, mein Freund? Dicker, wie bist du rausgekommen? Du wiederholst ständig. Wie bist du rausgekommen? Wie bist du rausgekommen? Magie! Okay, hilf mir, die Zelle zu öffnen. Komm raus. Danke, du bist mein Held. Jetzt sei nicht schnippisch. Wir müssen den Glendo retten. Komm schon. Okay, versuchen wir mal das noch einmal. Was ist denn das hier bitte? Warum geht das nicht, Mann? Ich glaub's nicht. Psst,
Hey, was macht ihr denn hier? Hey, hast du uns vermisst, hä? Oh, mucho gusto. Gut, dass ihr gekommen seid. Komm, macht schon auf. Oh, schlechte Nachrichten, mein Freund. Der einzige Schlüssel war für die Zelle des Kleinen und wir haben keine Zeit, nach deinem Schlüssel zu suchen. Du nicht auf diesem Weg raus, Alter. Ich habe alles versucht. Ich habe das Schloss erhitzt, dagegen getreten. Nichts hat funktioniert. Mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, es klappt, Mann. Ich musste dieses Seil von der Wäscherei nehmen. Ich hoffe, es ist stabil. Wie sieht der Plan aus? Ach, das ist ganz einfach. Du umwickelst das Fass mit einem Seil und wir binden das andere Ende an die Zelle. Halt fest, Alter. Hier ist es auch fest. Jetzt erhitze das Schloss so stark du kannst. Wenn das Metall weicher wird, wirft der Kleine ein Fass und reißt es heraus. Sind alle bereit? Sieh, jetzt wird's heiß werden. Mucho gusto. Es hat funktioniert. Ich möchte euch umarmen. Kommt her. Keine Zeit für Zärtlichkeiten. Lass uns gehen. Hey, wo bringt ihr uns hin, ne? Entspann dich! Wir müssen irgendwo hin, um uns zu revanchieren! Ich hoffe, ihr wisst, was zu tun ist. Natürlich! Gibt es hier irgendwo einen Geheimausgang? Nein, nein, das Buch hätte zurückgegeben werden müssen! Was guckst du denn so? Komm schon, wir haben noch einen Ort, an dem wir anhalten und es aufhalten können! Komm schon, lass es gehen! Stehen bleiben, nicht bewegen! Ey, schnell wieder aufgewacht! Ich kümmere mich um ihn! Bin ich der Verrückte? Du hast einen ganzen Mann angezündet. Okay, wenn wir am Leben bleiben wollen, müssen wir die Tochter des Präsidenten sofort retten. Alter. Hauen wir ab, Jungs. Das sind sie, unsere Kriminellen. Wirklich? Nur zwei von ihnen? Und die konnten nicht von Sonderansatzkommando erlegt werden? Wir sollten nichts überstürzen. Ich bin sicher, es gibt hier noch viele mehr. Das Wichtigste ist jetzt herauszufinden, wo die Tochter vom Präsidenten ist. Und dieses Ding da kann fliegen? Gib her, du Vollhonk. Diese Waffe ist eine Nummer zu groß für dich, Alter. Also so, wir müssen uns aufteilen und nach dem Mädchen suchen. Mann, ich hatte mich gerade an euch gewöhnt. Das war's. Lasst uns aufteilen. Es ist Zeit, etwas Spaß zu haben. Finde mich, Kumpel. Ich bin hier. Ich bin hier, Dummkopf. Jetzt ist es soweit. Da hat sich jemand einen gesunden Schlaf gegönnt. Wo bist du? Ich warte auf dich. Ha, du großer Stier. Komm schon, schleif ein. Gute Nacht. Jetzt kannst du deine Augen schön schließen. Also, komm schon, Mädchen, wo bist du? Wo versteckst du dich, Alter? Gib mir wenigstens ein Zeichen. Gut, ich prüfe die Gegend. Ist aber verdächtig ruhig hier. Okay, lasst uns ihre Aufmerksamkeit wecken. Selbstzerstörung. Wer ist da? Ich will dich finden. Wir werden jetzt diesen Soldaten ausschalten. Hey, Kollege! Ich war derjenige, der hier Lärm gemacht hat. Wer bist du? Was tust du hier? Man sagt, du hast hier ein Mädchen versteckt. Schnell, Hände über den Kopf. Ganz ruhig, nicht nervös werden, junger Mann. Ha, ich glaube, deine Falle hat nicht funktioniert. Was willst du jetzt tun? Der Junge macht es immer richtig. Gute Nacht, Alter. Oh, so. Scheint, als wäre ich ja nicht alleine. Das könnte ich gebrauchen. Jetzt werden wir rausfinden, in welcher Kabine er ist. Ja, jetzt wird's lustig. Ah, oh Mann, wie heiß, das ist so heiß. Au, au, au. Eine Pause bei der Arbeit. Mein neuer Freund will einfach nicht aufwachen. Das ist in Ordnung, wir werden ihm jetzt helfen. Wer bist du? Was willst du von mir? Ruhig, ruhig, mein kleiner Freund. Sag mir lieber, wo du die Tochter des Präsidenten versteckt hast. Haha, du Idiot, du wirst nie an sie rankommen. Willst du ein bisschen Spaß haben? In Ordnung, Bube macht auch Spaß. Lass mich los! Bist du irre? Ich werde alle Informationen aus dir herausholen! Mit deinem Kitzel? Also wirklich, wir brauchen etwas Seriöseres! Hoppla! Brich deine Zähne nicht, Claude! Mach dir keine Sorgen um meine Zähne! Mach dir Sorgen um deine Finger! Was soll mein Finger sein? In 15 Minuten. Oh, 15 Minuten ist ziemlich lang. Ich denke, ich habe genügend Zeit.
Das ist für euch. Ich verstehe nicht. Hey, was sollen die ganze Sache? Wir haben Gäste. Macht euch bereit, sie zu begrüßen. Was zum Teufel ist das Ding? Was zum... Ah, da bist du ja. Ich habe auf dich schon gewartet. Wer bist du? Was machst du hier? Mein Name ist Bube. Und du? Zeig mir deine Hände, damit ich sie sehen kann. Und zwar schnell. Willst du mit mir spielen? Ich habe dich gewarnt. Du hast es so gewollt. Halt! Ich werde schießen. Ist das eine Waffe? Oh, falsche Einschaltung. Gut, dann werden wir jetzt ein Spiel mit dir spielen. Wenn du die rote Karte ziehst, lasse ich dich gehen. Und wenn du aber die schwarze Karte ziehst, lernst du meinen Freund kennen. Hä? Zieh die Karte. Oh, wie traurig. Du hast verloren. Okay, ich gebe dir noch einen Versuch. Zieh nochmal. Oh, man sagt, es sei Anfängerglück. So ein Quatsch. Gib mir noch eine Chance, bitte. Du hast Glück, dass ich ein Spieler bin. Ziehe. Und das war's. Schluss jetzt. Sag mir jetzt, wo du das Mädchen versteckt hast. Du hast geschummelt. Ich gebe dir 3 Sekunden. Sie wird im Hangar festgehalten, in dem Hubschrauber steht. Sie ist im Hilfsmittelstraße. Oh, danke fürs Mitspielen. Du hast ihn gut getroffen. Klar, damit sie mit uns keine Witzchen machen. Hörst du das? Der scheint jedem da zu sein. Geh und seh nach und ich kümmere mich um ihn. Steh auf! Hey, ich sag dir aufstehen! Netter Fund. Oh Mann, es ist, als hätte jemand den Schein festgeklebt. Ich sagte doch, dass niemand einen Hunderter widerstehen kann, der auf dem Boden liegt. Ja, tut mir leid, dass ich an deinen Fähigkeiten gezweifelt habe. Du bist gar nicht so blöd, wie du aussiehst. Und weißt du, was das Beste daran ist? Sie sind auch nicht echt. Jetzt werden wir einen Sack auf ihn werfen. So einfach ist das. Schau zu, wie man es macht. Ah, warte. Ich habe den Sack aufgehängt, also schneide ich ihn ab. Okay, komm schon. Welche nehme ich? Alles klar, überrasch mich. Gut, dann nehme ich diese. Okay, und nochmal. Was soll das denn? Ey, du Idiot, du wirfst falsch, Alter. Was ist los? Versuch ihn zu drehen, Mann. Gleich finden sie uns. Ich hab die Nase voll von deinen scheiß Karten. Komm, versteck dich. Der Junge wird dir zeigen, wie es geht. Autsch! Geschafft! Na, was sagst du jetzt? Oh, sehr cool. Kannst du mir auch so einen Bumerang geben? Nicht jetzt. Wir müssen El Glent retten, Mann. Richtig. Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Steh auf. Hey, ich sagte aufstehen. Aufwachen, habe ich gesagt. Oh, hey, Partner. Was gibt's denn? Brauchst du vielleicht etwas Hilfe? Keine Bewegung. Hände hoch. Was ist passiert? Erkennst du mich nicht? Ich bin es, dein Partner. Sogar haben wir die gleiche Maske. Oh, was ist das für ein Clown, der jetzt geschickt würde, mit uns zu kämpfen? Verdammt, ich dachte, ich wäre gut verkleidet. Mach keine Scherze. Hol schnell deine Waffe raus. In Ordnung. Mal sehen, was ich habe. Hier. Was ist das? Ein Kegel. Wir können jetzt bowlen gehen. Weiter. Okay. Hier. Wofür ist das denn? Ist doch klar. Ich wiederhole, keine Scherze. Okay, kein Scherz. Was hast du sonst noch da? Komm schon, sag mir, was du sonst noch da drin hast. Naja, du hast selber gefragt. Wie wäre es mit etwas Tee? Oh, er ist gleich fertig zum Aufwärmen. Sie haben eine Art Notfallsitzung oder so. Natürlich, wir wissen, dass wir hier sind, Alter. Wer auch immer Sie sind, Sie wissen, dass das Mädchen hier ist. Wir müssen sie sofort rausholen. Was ist mit den anderen? Vernichten. Wer will er denn vernichten hier? Mich verwirrt noch etwas. Sie waren zu dritt und jetzt sind sie zu zweit. Wir müssen sie weiter im Auge behalten. Das ist doch die Tochter vom Präsidenten. Also was sitzen wir denn hier herum? Los geht's! Hey Mädels, habt ihr nicht zufällig über uns geflüstert? Halt, keine Bewegung! Wie soll ich euch braten? Medium oder durch, Jungs? Zurück mit euch, ihr Witzbolde! Der Junge mag es nicht, wenn man ihn beleidigt.
Also anscheinend wollen sie durchgebraten werden. Alles klar. Ha, ist das alles? Und ich dachte, es würde einen größeren Kampf geben. Boomerangs auf dem Boden, und zwar schnell. Sonst drücke ich den Knopf und der ganze Laden geht jetzt hoch. Ganz ruhig, ich hab's, Alter. Hilfe, ich will nach Hause. Macht ja keine Ahnung, alles wird gut werden. Lass sie gehen, dann gehen wir auch. Deppen, ich werde das bis zum Ende bringen und niemand wird mich aufhalten. Du böses Mädchen. Das war's, hör auf, hab keine Angst. Legt eure Waffen weg, ergebt euch, wir haben das Mädchen. Du verstehst es immer noch nicht, oder? Selbst wenn ihr das Mädchen habt, wird niemand hier lieben rauskommen. Und niemand wollte mit uns gehen. Wir fahren. Mädchen, du drehst dich besser. Er ist wirklich verrückt. Seht mal, was ich gefunden habe. Warte, nein. Gib es mir besser, warte. Lass uns einfach hier verschwinden, ja? Ich stimme dir zu. Gehen wir. Kämpfer, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine großartige Arbeit geleistet. Der Präsident hat jedem von euch persönlich seinen Dank überbracht. Wie vereinbart, seid ihr jetzt frei und könnt gehen. Alle Anklagen gegen euch wurden aufgehoben. Was mit den Armbändern, ne? Na, die lassen wir erstmal. Für den Fall der Fälle. Hallo zusammen, mein Name ist Vlada 4, gelähmt, Kölbikov, und schaut euch den Maßstab des Videos an. Schaut euch diesen riesigen Pool an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Wasser hier drin ist. Kölbikov, du kannst dir vorstellen. Meine Berechnung zufolge irgendwo 6 Tonnen. 6000 Liter, 6000 Flaschen je Liter. Das ist viel. Schaut euch, wir haben hier so eine Rutsche. Bisher ist es trocken und es ist nicht rutschig. Aber gleich werden wir es mit Wasser und Seife befluten. Und es wird einfach unglaublich rutschig, wie auf einer Eisbahn im Winter. Und wir werden diesen Pool füllen. Auch heute wird es viele Challenges, verschiedene Witze und Tests geben. Die A4 Production ist hinter den Kulissen und wird die Punkte berechnen, die wir erhalten werden. Und derjenige, der für dieses Video die meisten Punkte erzählt, knackt den Jackpot. Es wird sehr seifig werden. Und ich bin ein Seestern. Wow! Nun Leute, wir haben die Rutsche komplett vorbereitet. Einen Haufen Seife draufgeschüttelt und das alles mit einer Menge Wasser aufgefüllt. Na und? Es ist die Zeit, endlich den ersten Sprung in den Pool zu machen. Leute, wer macht es? Macht mir nichts daran gemerkt. Also es sieht so aus, dass ich als Erste runterkommen sollte. Na Leute, unterstützt es mit einem Like. Jetzt werde ich die erste Runde machen. Kommt Leute, unter diesem Video, setzt jetzt ein Like. Kommt Leute, jetzt unter diesem Video. Machen wir es in den Filmen. Komm schon. Ich werde dich nicht loslassen. Okay. Ja, Jungs, mir geht's ganz gut. Okay, aber einfach nur auszuziehen ist doch langweilig. Also nehmen wir die Requisiten mit. Warte, das gehört dir. Schau, ich habe ein Miniboot sogar mit. Ich werde damit weitermachen. Komm zu mir, komm hoch, mach es. Kölbikov, los, lass uns anfangen, gehen wir los. Leute, ich bin gerade zurückgekommen und ich sag euch, das ging sehr schnell. Komm schon, 10 bis 3. mit Brille. Leute, wie kann man Kölbikov retten? Ich weiß es nicht, ich fürchte, wenn ich dich packe, fallen wir zusammen da rein. Bleib unten. Okay, Glenn, komm jetzt gleich auf dein Miniboot. Okay, ich fang an. Also, komm los. Und los. Unten. Was für eine Geschwindigkeit, Jungs. Need for Speed Most Wanted. Jungs, schaut. Jungs, ich habe eine riesige Trampolinie. Los. Halt dich dran fest. Also nein, ich möchte Alanis Band. Schaut, wie groß es ist. Also Leute, jetzt bin ich bereit. Komm schon, Vlad. Komm los! Oh, warte mal! Wow, das war cool gewesen, Mann! Wow, ich bin fast trocken geblieben. Aber jetzt möchte ich auf diesem Trampolin auf dem Wasser springen. Das habe ich noch nie... Ist das ein Trampolin? Ja, das habe ich noch nie gemacht. Wow, Vlad, wie cool! Gib's mir auch mal! Spring drauf, Glenn! Jetzt vorsichtig! Ich will auch mal drauf springen! Ich will's auch mal! Komm schon! 1, 2, 3 und go!
Also, warte, los, halt dich doch fest. Ja, lass los, lass uns Kurve holen. Ja, eine fährt, der andere kontrolliert. Lass uns weitergehen. Stopp, du bleibst an. Komm schon, Bruder. Komm schon, Kapitän, sei vorsichtig. Wie kannst du das nicht? Also, du springst für den Miniboot? Ja. Yeah. Das ist dein Fehler. Komm, los, nein. Verschwinde jetzt. Nein. Hurra, ich habe einen Freund weniger jetzt. Der zuerst auf die Höhle kommt, ist ein Lachs. Kevinkopf, nein, du kannst ihn nicht einmischen. Sag es ihm. Nein, Kevinkopf ist nicht mehr mein Freund. Er drängt mich ständig runter, er beträgt mich immer. Wie kommt man höher? Ich weiß es nicht, verpiss dich. Ich hab vollkommen abgeworfen. Ja, alles los. Ich springe. Ich bin der Erste. Ja, das war echt cool. Leute, Glenn und ich sind zuerst geklettert. Also, wer ist Kevinkopf? Ein Mongo. Weil du der Letzte bist. Außerdem, verdammt nochmal, Leute, wir haben immer noch einen riesigen Krebs. Lass uns den benutzen. Das ist für zwei Personen gedacht. Wow. Schaut, man kann auf den Bauch von dem runterkommen. Warte, ich versuch's auf den Bauch. Warte. Ich sitze jetzt schon drauf. Bist du bereit? Verdammt, nein, ich bin noch nicht bereit. Ich mach's gleich einfach geradeaus. Das war ziemlich cool gewesen, Mann. Also, ich bewege mich zurück zu dem Boot. Verdammt, ich dachte, es wäre schlimmer. Es ist so cool geworden. So viele Tropfen vor der Kamera. Kevinkopf ist runtergefallen. Leute, das ist hier kein Miniboot. Das sind hier Ski. Das ist voll krass, Mann. Kevinkopf, mach das doch nicht. Also, komm schon, Glenn. Ich hätte fast... Ich komme schon. Los, mach. Also, komm schon, Glenn, los geht's. Also, was? Los geht's, Jungs. Okay, los geht's. Oh, Mann. Das war echt krass gewesen. Ich empfehle es jedem auszuprobieren. Ich wollte die ganze Zeit darin herumschwimmen. Also, gib mir bitte jetzt den riesen Flamingo. Das ist viel. Das ist so allgemein hier. Jetzt werdet ihr das sehen, Leute. Hey. Also, der größte Sprung auf dem größten Flamingo. Und los geht's. Du hast mich sogar umgerammt, Alter. Ich bin überhaupt nicht nass geworden, Leute. Das ist echt cool. Kevinkopf, benutzt du also die aufblasbare Aktentasche. Und 1, 2, 3. Nicht, nein, halt. Nun, wir haben alles ausprobiert, was wir konnten. Der Hügel ist unglaublich rutschig. Jetzt gießen wir noch mehr Seife drauf, fügen noch mehr Wasser dazu und beginnen schließlich mit den Challenges. Und wir werden für das Geld kämpfen. Lass uns loslegen. Leute, erst jetzt beginnt unser Wettbewerb für die Punkte. Erste Aufgabe. Seht ihr, am Ende dieses Pools befindet sich ein kleiner roter Knopf. Aha. Was soll man mit dieser kleinen Glocke machen? Aufdrücken! Jetzt werden wir ein Shuttle-Laufer. Bei 3 rutschen wir gleichzeitig den Hügel runter und durchqueren das gesamte Becken. Jeder von uns muss einen Knopf drücken und hierher zurückkommen. Die Person, die zuerst kommt, bekommt einen Punkt. Also, ihr könnt mir schon mal einen Punkt geben. Nein, lass uns darauf verzichten. Lass uns einfach auf 1, 2, 3. Nice, plus ein Punkt. Hurra, ich hab nicht ohne Grund angefangen, ins Spinnenstudio zu gehen und zu trainieren. Jungs. Und wofür kämpft ihr? Nur zum Spaß. Und dann gibt's einen 5. Ey, das ist der 2. Kevinkopf ist der 3. Alter, du hast einfach so eine Technik gewählt, die mich stört. Ja, ich hatte Glück, dass mir niemand hinterhergelaufen ist. Ich rannte und sagte, Glenn, bitte folg mir nicht. Hey, er hat mich gerade hier angemacht und ich will mich ja rächen an ihm. Leute, jetzt beginnt die nächste Runde. Aber jetzt dürfen wir die Ränder des Beckens nicht berühren. Könnt ihr das vorstellen? Wir müssen uns sofort in diesem Stück Holz und in das Hügel verklammern. Hinter Kevinkopf! Nein! Nein, Kevinkopf! Leute! Ja! Ja! Nein! In diesem großartigen
Kampf habe ich in 2 Runden 2 Punkte erzielt. Habt ihr gesehen, wie ich gewonnen habe, wenn ich besiegen habe? Das war cool. Also ja. Leute, jetzt kommt das zweite Spiel, das für uns interessant ist. Es heißt Schieß aus. Jeder von uns steht abwechselnd an einem Beckenrand. Beim 10 von 3 muss die Person hier hochkommen. Und sobald er hier ankommt, wird der Timer gestoppt und seine persönliche Zeit wird fixiert. Aber alles ist nicht so einfach. Wir haben diese aufblasbare Wasserbälle und wir werden mit denen abwerfen. Becken pro Person. Mal sehen, wer der beste Zeit haben wird. Gibkopf hat überhaupt kein Glück. Ich möchte ihn nur... Also, schaut, wie viele Schüsse wir haben. Du musst also sofort den roten Ballon nehmen und weißt du nämlich warum? Ja, ich nehme die gleiche Farbe. Na und, Kamikov, bist du bereit? Alle Beckenrand mit dir, direkt an den Rand. Alle Stöcke rang hier raus, man kann es verwenden. Du darfst also den Rand überhaupt nicht berühren. Du kommst genau hier. Bist du bereit, Kamikov? Eins, zwei, drei. Ruhig, ganz leise. Pass auf dich auf. Er verschwendet viel zu viel Zeit, der bleibt aber stehen. Er rennt weg, schau mal, was macht ihr? Die Zeit wird knapp, beeile dich. Verdammt, Gübelkopf hat die falsche Tasche gerührt. Kommt der vielleicht darauf, dass wir alle daneben werfen? Dann lass ihn warten. Ey, wirst du jetzt endlich hochklettern oder nicht? Oh, er kommt. Nee. Oh. Und diesen dicken Boller hebe ich bis zum Ende auf. Kibikov, komm schon nächstes Jahr vorbei. Nee, gut gemacht. Kibikov verschwendet seine Zeit wirklich. Ich glaube, er versucht in etwa ein paar Minuten hier hochzukommen. Kibikov, probier es aus. Kibikov, was du für eine Pussy bist. Oh, schau, er klettert hoch, komm schon. Ich kann nicht springen, meine Beine sind verkrampft. Komm, probier schon aus, los. Der zappelt ja schon seit 2 Minuten so rum. Ja, Leute! Oh. Okay, ich warte noch ein bisschen auf ihn. Lass uns einsteigen. Ja, komm schon, spring rein, los! Kamikov, komm! Oh, was? Los! Ich hab Angst! Ja, mir ist schon langweilig, Jon. Lass uns einfach gewinnen. Einfach nur gewinnen, ja, ja komm schon. Wir werden auch nicht klettern. Nur. Ja, lass ihn einfach gewinnen, lass ihn einfach gewinnen. Obwohl, er ist schon 3 Minuten da. Ach, komm schon, mach schon. Oh, schau mal, er ist hochgekommen! Verdammt, Kamikov, du bist natürlich so ein Witzbold. Oh. Yes, Ball frei, komm, los! Oh. Komm, 3 letzte Granaten, komm schon! 1, 2, 3! Oh. Das war's, wir haben keine Wasserbälle mehr! Oh, komm schon! Verräter! Verräter? Das sind Spielregeln, Kubikov! Also, gib mir die Zeit! Stop. 4 Minuten 35 Sekunden! Ach komm schon, so lange, Mann! Nun, Glenn, ich glaube, jetzt bist du dran! Nein, komm schon, du! Stein, Schere, Papier? Ja, okay. Bist du einzig? Komm schon, Schere, Stein, Papier und Schere, Stein, Papier! Ja! 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 Stein, Stein, Stein! Du wolltest das Papier in deine Schere schneiden! Ja! Yeah. So? Ich werde mich rächen. Ja, und dann wird Glenn sich zusammen mit Gebirge an mir rächen. Ich denke, dass es mir gelingen wird, weil mir das Hochziehen am Breck schon immer Spaß gemacht hat. Und das ist im Prinzip die Hauptaufgabe hier, die man erledigen muss. Ja, Wasserballon zu bekommen ist schmerzhaft und unangenehm, aber dann stimme ich voll und ganz zu. Das muss man ertragen. Komm los, wir haben es alles gehört. Und hier ist es nicht so rutschig. Füllen wir etwas Shampoo hinzu. Im Prinzip sind wir bereit für dich. Jetzt mehr. Ah, mehr Shampoo? Okay, ich werde geduldig sein. Wird schon schief gehen. Ich würde die Seife vor meiner Hand schon abwaschen, damit sie weniger rutschend sind. Niemand wird das verbieten. Komm schon, Glenn, wir warten auf dich. Warte, oder? Wer warten? Seid ihr bereit für die Geschwindigkeit, die ich euch gleich geben werde? Echt nicht, Mann. Ja! Ja! 1, 2, 3! Komm, hochziehen! Komm, Kamikov! Es war's, stopp! Und wie viel war's? 38 Sekunden! Beschreib deine Gefühle! Verdammt, ich fühle mich, als wäre ich vom Flugzeug bombardiert worden, wirklich! Also, jetzt ist Vlad dran, er soll meinen Rekord brechen. Oh, schau mal, Vlad hat noch die meisten Wasserbomben, er ist einfach nur ein Idiot. Hey, ich werde ihn so kalt machen. Wirklich, ohne Scheiß. Die Jungs sind im Moment einfach super sauer auf mich. Ich habe Glenn ein paar Mal so gut getroffen. Ich denke, sie werden sich beide so weit wie möglich an mir rächen. Ich bin bereit! Vlad! Oh ja? Erinnerst du dich, als du mich mit Seife vergossen hast und überhaupt kein Bedauern daran hattest?
Ja, komm, ich bin bereit. 1, 2, 3. Ah, 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 23 Sekunden, 15 Sekunden Unterschied. Wer hat das gemacht, Mann? Leute, 4,5 Minuten. Wer hat das gemacht? Alter, wie? Ich hab versucht, keine einzige Sekunde zu verschwenden. Verdammt, 3 Punkte. Wie sich herausstellt, bist du der Gewinner, Mann. Hattest du keine Angst, dass so viele Wasserflaschen auf dich zufloren? Ja, eine von euch hat mich sehr gut getroffen. Ich hatte Angst um die Punkte. Deshalb bin ich so langsam gelaufen. Also, wie ihr sehen könnt, die Jungs sind schon am Rande vom Becken und gleich beginnt eine neue Challenge. Ihr könnt sehen, die Jungs haben einen Gürtel, der gemeinsam aneinander befestigt ist. Also, sie müssen hier wieder als Erster hochkommen und sie können sich gegenseitig dran ziehen. Also werden wir sehen, wer es kann. Wer hat mehr Kraft? Wer ist besser? Wer hat mehr Intelligenz und mehr auch Geschicklichkeit? Wer ist der Bessere? Ja! 1, 2, 3! Na, na, was sehen wir da? Ein Spieler namens Vater 4 ist nicht im Rückstand. Kavikov startet sehr souverän. Er startet sehr stark, wirklich. Er kommt da vorne, er macht das. Nein, Platz ist sein Vorteil aus. Er ist jetzt ganz vorne. Kavikov zieht am Seil, um das zu verhindern. Ja, Kavikov zieht am Seil! Aber es klappt einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es klappt nicht. Es geht nicht auf. Kavikov, warte bis zum Schluss. Er startet bis zum Schluss. Ich kann es nicht erreichen. Also, jetzt warten wir auf, wem die Kraft zuerst ausgibt. Ist es Vlad oder ist das Kavikov? Wer wird es sein, Leute? Wer werden es sehen? Das wahre Townziehen hat jetzt begonnen. Mal schauen, wer besser sein wird. Kavikov versucht es. Er strengt sich wirklich sehr an. Kavikov übernimmt. Kavikov überwindet. Höchstwahrscheinlich mit Gewalt. Er versucht es. Also, Vlad nimmt ein Reserveseil, damit er genügend zum Springen hat. Das ist sehr wichtig für ihn. Das wird unerwartet sein. Das versichere ich bei euch, liebe Zuschauer. Er klappt sich das jetzt. Er holt sich das jetzt. Mit Gewalt holt er sich. Er versucht, das zu holen. Er greift dann mehr von Seil. Er nimmt das jetzt ein. Er holt sich das. Es ist ein echter Kampf. Der Kampf zwischen zwei Titanen. Wir sehen ihn also. Vlad 4 will überhaupt nicht nachgeben. Dennoch ist der 4. Punkt heute für ihn sehr wichtig. Kavikov hat sowieso mehr Seil. Er kann es versuchen. Okay, wo kommt denn der Seilvorrat her? Kommt da noch etwas? Vlad Alpia ergreift extra Master. Nimmt Kavikov die Seile ab. Er ist doch nicht klar, was er jetzt machen wird. Wird er ihn einfach schlafen lassen? Und er wird wahrscheinlich einschlafen werden. Und höchstwahrscheinlich wird er von alleine schlafen gehen. Er haut ihn gleich raus aus dem Spiel. Leute, um dieses Spiel zu beenden, müsst ihr auf den orangefarbenen Balken kriechen und ankommen. Das Battle zwischen ihnen beginnt. Wer schafft das wirklich? Also los, wer ist das? Leute, es ist wirklich sehr heiß hier. Ich denke, er sollte uns jetzt gefallen. Was ist damit? Was passiert gerade? Was ist das? Vlad ist vom Seil gestiegen. Na und Kavikov fängt an zu weinen. Kavikov hat das Seil rausgezogen. Also, Kavikov hat versucht, ihn zu bescheißen, aber er hat verloren. 4 Punkte. Ich gratuliere dir, junger Mann. Du hast dich würdevoll verhalten. Echt gut, Mann. Du bist der Nächste. Verdammt. Während die ihm sich vorbereiten, werde ich etwas Sache hinzufügen. Also, Leute, seid ihr bereit? Warte mal, einen Moment, okay? Das ist Betrug. Das ist gegen die Regeln. Mit dieser Taktik hätte er mich fast geschlagen. 1, 2, 3. Also, alle zusammen. Den und zwei an. Kavikov hat ein großes Handicap, da er bereits am Spiel teilgenommen hat und weiß, wie es funktioniert. Also, es fühlt mir ganz gut auf, Kavik. Oh, es tut mir leid. Um ehrlich zu sein, glaube ich, das kann sehr lange dauern. Also, Leute, ich möchte diese Zeit dazu benutzen, um euch zu bitten, auf den Kanal zu abonnieren. Ja, lass mal. Das ist unerwartet. Im Hintergrund der Kampf des zwei Titanen. Ich bitte euch zu abonnieren. Schließlich abonnieren ist wichtig. Ihr seht doch, was hinter mir ist. Ja, cool. Also, was ist mit Glenn? Schaut mal, es ist ja was gut gelaufen. Etwas hat geklappt. Schaut mal, was er tun kann. Er bleibt mit doch stehen. Gehen ihm die Kräfte also, aus. Was willst du tun? Er hat nur das Abteil des Seils und jetzt wird er plötzlich ausrasten und wird einfach hineinklettern und dann ist er unten sitzen. Sein Fettfass erlaubt dir, sich so schnell aufzustehen. Was denkst du denn? Ist doch klar, Mann. Ist möglich. Leute, ich sage euch, Kubikov ist ein professioneller Waschbär. Ich sage euch, lass ihn... Wow, ich schaff das. Einen halben Meter rausgerissen. Komm schon, Kubikov, los, Mann. Ja, was ist das für ein Manöver? Kubikov, willst du deinen Seil beißen oder was? Was macht er? Was macht er denn? Was macht er? Wow, er gibt nicht nach, Mann! Oh meine Güte, wo ist der Schlüssel? Nein, das werde ich nicht zulassen, echt nicht. Ein Kampf bis zum Sieger. Hier kann man nur gewinnen oder verlieren. Er geht die Kräfte aus. Ich entferne mich schon Zentimeter von ihm weg. Es fühlt sich so an, als wäre Glenn immer noch in einer Verliererposition, weil er noch wenig Seil hat und nicht mehr ziehen kann. Kubikov hat die ganze Situation unten perfekt im Griff. So, Glenn wird immer höher, aber kann Glenn den letzten Sprung schaffen? Die Hauptsache ist, das Seil nicht aufzugeben, Leute. Leute, wisst ihr, was ich tun werde? Ich bin
bin bereit, in der nächsten Runde nicht zu kämpfen, sondern meinen Punkt dem Gewinner dieser Runde zu überlassen. Wer es gewinnt, bekommt 2 Punkte. Also, Kubikov gegen den Hügel in Lauf! Jetzt werden 2 Schwergewichte, 2 beste Lacher der Galaxie auf der Rüsche sein. Kubikov ist bereit auf den Hügel, ja? Und Glenn vollendet den Spruch und... Hier ist eine Faust, ich habe eine Handfläche, hier musst du draufklicken. Kubikov, zieh! Nicht gedrückt! Komm, ja! Ja, Sieger! Ja, Sieg! 2 Punkte! 4-2-0! Ich habe mir gerade die Seillänge um Zentimeter erarbeitet. Wirklich, ganz schwer. Das Schwierigste ist dieser Sprung am Ende. Und sobald ich spüre, dass ich eine kleine Chance habe, bin ich immer gesprungen und habe mich weiter bewegt. Gib ihm bitte, Alter. Du bist ein Waschbär. Waschbären sind keine Freunde von uns. Die nächste Runde. Also Leute, wir haben hier nachgerechnet und versichert, dass Kubikov bereits... Er fliegt raus. Zahlen lügen nicht. Da nehmen die Jungs gemeinsam eine Ehrenrunde teil. Ich erhalte hier 3 Punkte für die Runde. Also, habt ihr gesehen? 3, Alter. 3 Jungs? Wir können gewinnen. Kurz gesagt, ich erkläre die Regel. Schaut zu, unsere Holzstücke sind gefärbt. Aber wir haben 2 rote Stücke, 2 gelbe, 1 blaues Stück und 1 grünes. Glenn und ich gehen gerade zum beliebigen Stück Holz runter. Und Kubikov wird in diesem Spiel der Anführer sein. Egal wie wir spielen und wo wir sind, er nennt zufällig eine dieser 4 Farben. Und ich und Glenn müssen uns auf diese Farbe hinsetzen und dabei bleiben. Und wenn Kubikov blau oder grün ruft, wird dort ein echter Krieg beginnen. Verdammt, wie kann ich das sehen? Es wird lustig. Ein Video natürlich, Mann. Vergiss nicht den Like-Button. Ich hab's nicht vergessen. Nein, wir sollten unsere Position einnehmen. Ich weiß schon, welche Farbe Kubikov geben wird. Das Spiel beginnt also. Kurz gesagt, Leute, wenn ihr es nicht verstanden habt, dann schaut zu, ihr werdet es verstehen. Letzte Runde hier. Ich denke, man braucht ein bisschen mehr Seife, mein lieber Moderator. Kein Problem hier. Bist du verrückt, Mann? Lad, alles für dich. Hey, Mann, das Wasser ist immer noch kalt. Wirklich. Die letzte Runde, Alter. Bring mir die ganze Seife, das ganze Wasser, komm schon, komm! Und wir fangen mit Rot an, komm schon! Ich bin der König des Hügels! Ich bin es! Das ist gelb. Es! Es ist gelb! Grün! Denk nicht darüber nach, ich komm gleich zu dir! Stopp, ich ändere die Regeln! Okay, du bist blau, du bist auf grün, du musst die Plätze tauschen, Alter! Nein! Ich muss drüber nachdenken, wie ich da hinkomme. Was? 5 Sekunden, Alter! Nein! 5, 4. Ganz ruhig! Okay, Alter, ich lass sie so viel machen, wie sie wollen, das ist sehr lustig. Ruhig! Nein! Danke! Wer soll das? Jetzt müssen wir uns ausruhen. Bitte sind okay. Wir noch im Grün? Blau! Verdammt! Komm schon, ich schaff's! Hier war es notwendig, die Taktik des Abwartens anzuwenden und ich bin einfach draufgegangen! Kubikov, komm schon her! Lass uns verabschieden! Ich hab gewonnen! Das war ein episches Video gewesen! Danke! Herzlichen Glückwunsch! Die Hauptsache ist nicht der Sieg, die Hauptsache ist die Teilnahme!